Tiere füttern. Boah, das ist schon alles ziemlich angekratzt hier oben, ne? Uff. Das macht's gerade nicht besser. Hä? Warum ist das denn hier so alles so schlecht? Boah, Gewittersturm oder was? Boah, das ist bestimmt im... Also im Gewächshaus stelle ich mir so einen Gewittersturm halt auch richtig wild vor, ne? Mhm. Ja, das Gewächshaus sieht übrigens von außen nochmal eine Nummer geiler aus als von innen, finde ich. Ja? Ja, das kommt echt gut, wenn man hier, wo ich jetzt gerade stehe, drauf guckt, wie so die... Dieser Dachvorsprung in das Glasdach übergeht und hier auf der anderen Seite dann der Schuhkarton drinsteckt, das ist schon gut gemacht. Das ist schön. Das ist schon schön. Ja, ich like das. Ja, jetzt brauchen wir halt noch ein paar Strebens. Ich hab Pumpkin Seeds bekommen. Juhu! Ich fürchte, danach müssen wir für Len jetzt auch mal ein bisschen spazieren gehen. Ich muss das weiter... Ich muss das sammeln, das geht! Ja, naja. Oh ja, der kriegt schon, ganz unangenehm. Und warum fresst ihr meine Kohlen? Warte. Wie machen wir das jetzt? Von hier unten rausgehen, ne? Aber ist geil, hier unter dem Skywalk habe ich Shelter. Ja. Obwohl es nicht ganz ist, ne? Mhm. Müsste doch eigentlich die ganze Säule tragen, oder? Eigentlich schon, ja. Weil das, also das, was du da gerade machst, sieht sehr stabil aus. Ich meine, es ist völlig... Nicht ganz symmetrisch, aber sehr stabil. Naja, noch jetzt nicht. Symmetrisch. Ja, okay. Ja, ich bin da bei dir so ein bisschen traumatisiert, seit diese Staffel Space Engineers mit dem Valkyrie damals zusammen, heutigen Valisa, ja, wo ihr dieses riesige Raumschiff gebaut habt. Und in diesem riesigen Raumschiff hast du so einen langen Korridor gebaut und der war um einen Block off auf der einen Seite. Ja. Hm. Das hat mich umgebracht am Fernseher, glaub's mir. Ja, ich glaub's dir. Das war auch tatsächlich von der Überlegung her, das ist so spät dann in der Staffel erst aufgekommen, dass wir dann uns überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Ja, weil das alles umzubauen hätte so lange Zeit gedauert. Und dann habe ich gesagt, ne, das schaut sich doch kein Schwein mehr an, wenn ich das jetzt so lange ziehe. Du, ich habe die Staffel bis zum Ende gesehen und habe regelmäßig in meine Fernbedienung gebissen. Ja, und dann, wir haben das dann nie mehr geändert, weil wir gesagt haben, nee, also das können wir halt echt nicht machen, ne? Das ist halt, das dauert einfach zu lang. Wenn mich nicht alles täuscht, war damals sogar, das war, wo ich mich bei dir im Discord registriert habe. Das habe ich nämlich nur gemacht, um dir zu sagen, dass das nicht symmetrisch ist. Ja, echt? Ich erinnere mich gerade wieder. Oh, ich glaube, das könnte geil aussehen jetzt. Oh, das tut es. Oh ja, oh, das ist richtig schön. Ja, das gefällt mir. Darauf erstmal ein Brot. Und eine Erdbeere. So. Erdbeere? Ich meine Tomate. Achso. Ich dachte schon, da gäbe es irgendwas, wo ich Samen übersehen habe. Das nö. Wollen wir ja nicht. Also es ist immer noch komplett instabil hier oben. Ich check's halt nicht, warum, ne? Also,
nach jedem bisschen Logik, das ich zusammenkriege in meinem kleinen dummen Köpfchen, müsste es eigentlich ganz gut halten, aber. Ja, obwohl, warte mal, hier, also auf der Seite, da ist kein Längsbalken drin. Besser ist aus dem Kopf, weiß ich jetzt nicht, wie hoch die Maximalhöhe für Glas ist. Ja, aber also manche Dinger gehen ja. Also bei manchen geht es zwei weit und bei manchen halt nicht. Und das andere Dach ist ja sogar noch eins höher. Ja gut, aber nicht aus Glas. Das ist also aus Stein. Ja. Aber auf der... Also ich weiß nicht, ob ich das hier eventuell nicht richtig sehe, aber für mich sieht das so aus. Jetzt muss ich mal hochgehen, um es genau sehen zu können. Jetzt ist der Lenitz wieder im Weg. Dieser Lenitz! Ja, genau. Auf dieser Seite hier, wo ich jetzt gerade stehe, ist kein Längsbalken. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist schon einer, aber nicht ganz durchgezogen. Ja, weil ich dann zum Teil auch noch nicht bauen konnte. Aber vielleicht würde es helfen auf der... Manche Längsbalken, ich habe ja auch ganz viele gemacht, und manche sind auch einfach in sich kollabiert. Weil ich lege ja da relativ viele rein. Warte kurz. Also hier auf der Südseite sollte eigentlich... In deinem Fachwerkkonstrukt oben noch ein Balken möglich sein. Also meinst du jetzt hier an der Ecke da so längs zum Haus? Ja genau, also so wie ich jetzt gehe entlang. Warte kurz. Ja. Naja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Physik in dem Spiel funktioniert. Möglicherweise ist die auch einfach dumm, aber... Ja, das ist, ich weiß halt nicht, ob es das Problem fixt, ne? Das kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht muss man die auch bis zum Ende durchziehen. Hab ich versucht. Wie gesagt, viele sind auch einfach wieder rausgefallen. Ja, ich verstehe vor allem nicht, warum es auf der einen Seite offensichtlich rausgefallen ist und auf der anderen Seite nicht. Und also irgendwie ist die Physiksimulation in dem Spiel eigenwillig. Gut, ich meine, es sind Glassäulen. Ich glaube, es gibt doch Stahl. Beton sein können. Oder Beton, ja, genau. Dafür bräuchten wir Stahl und den haben wir nicht. Jetzt warte mal kurz, haben wir noch was anderes hier? Nee, es gibt ja tatsächlich auf Rang 4 ja gar nichts mehr, oder? Nee. Das Rang 3 ist alles. Genau, und Betonsachen kann ich ja. Beton. Mal gucken, ob ich. Gebäudestufe 6 ist Beton. Und, Alu ist 6, Beton ist 8. Und Glas ist 3. Boah, wenn man natürlich die Streben aus Beton bauen würden, die jetzt hier diesen Skywalk tragen, das könnte natürlich nach oben hin doch deutlich mehr Stabilität geben. Das ist jetzt die Frage, ob du 10 Thermoskan machen willst oder ob wir den Stahl für Betonträger nutzen wollen. Mach mal Betonträger. Ja, ich könnte Architekt werden. Ja, für einen Flughafen reicht's. Aber ansonsten. Also für einen Berliner Flughafen auf jeden Fall. Ich vergesse auch wenigstens nicht den Feuerlöscher. Ne? Also von daher, das ist kein Problem. Kann ich hier irgendwas machen? So, in dem ersten Betonmischer müsste schon genug drin. Also für die ersten 16 zumindest. Betonmischer? Unten? Betonmischung, ja. Achso, warte mal, das kann ich ja hier gleich machen, ne? Beton 18. Ich glaube, ich habe einen ganz blöden Anfängerfehler gemacht. Ich hatte nämlich vorhin ein Level-Up,
Und ich habe mir den Perk genommen, mit dem die Pflanzen, die man pflanzt, schneller wachsen. Mhm. Ich habe jetzt sehr viele Pflanzen. Okay. Also, Hunger wird nicht unser Problem. Nimm dir erstmal noch ein Törtchen. Ich mach's schon so, dass jedes Mal, wenn ich zum Abtanken reingehe, ich von allem, was nicht 100% ist, einen esse. Ja, genau. So, Leute. Das wird jetzt eine Betonangelegenheit hier. Schaut ein bisschen, also die Glassachen schauen halt deutlich filigraner aus als das Betonzeugs. Das schaut schon deutlich anders aus. Mit dem Hammer kannst du die Sachen auch ersetzen, ne? Dann brauchst du nicht jedes Mal vorher abreißen. So. Stimmt, das geht ja auch. Warte kurz, dann muss ich das auf Beton upgraden. Habe ich wieder das sind so Sachen, die vergisst du einfach, weil du es nicht nutzt. Mhm. Du hast nur im Stream gesehen, dass du die abgerissen und wieder aufgebaut hast. Denn. Oh. Der Beton hält nicht. Was unten, der Boden muss dann auch Beton sein. Also das steht ja auf Steinfüßen unten. Das es könnte natürlich auch sein, dass unten drunter die Stabilität deswegen nicht passt, weil da keine Füße drunter sind. Ja. Es wurde zu eng da hinten gebaut. Okay, ich brauche mehr Beton. Na, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil man müsste komplett unten drunter alles nachbauen. Ja, aber oder wir machen einfach auf und schau mal rein. Kannst versuchen, aber ist ja mal schwierig, denn die Trigger zu kriegen. Jetzt warte. Das wollte ich nicht. Dennis, denke mal dran. Wir machen das hier nicht, weil es einfach ist. Wir machen das, weil wir dachten, dass es einfach ist. Ich glaube, das Problem sind deine Felder, die dann alle zerstört werden. Ja, die Felder gehen dabei drauf. Aber das ist tatsächlich so. Das ist genau das Problem gewesen. Deswegen hat die Stabilität nicht hingehauen. Ich habe 7000 Milliarden Samen für jede Sorte außer Kürbis. Wenn wir das machen, ist okay. Nur momentan habe ich keine Kürbissamen mehr und die drei Kürbisse hier sind noch nicht so weit. Also das müssen wir noch abwarten, bevor wir hier kaputt machen. Nee, ich muss nicht alles kaputt machen. Ich muss nur hier an ganz speziellen Punkten muss ich einfach nur Stützen unten reinbauen, weil der ganze Bereich jetzt nicht hundertprozentig auf Stelzen steht. Das war bisher nicht nötig. Ja. Ich muss halt hier aufmachen. Danach müsste es eigentlich passen, denke ich. Ja, das ist der Grund. Es hätte wahrscheinlich sogar mit den Glasbalken funktioniert, wenn wir sie bis in den Boden gerammt hätten. Weiß ich nicht. Werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir hochgucken. Don't look up. Oder halt Steinpfosten einfach unten drunter machen, sieht man ja eh nicht. Die Frage ist, kann ich jetzt hier aufmachen? Also ich würde dich bitten, hier diese drei Felder, die hier so aussehen, als wären da nur so kleine Flechten drin. Da darf bitte nichts kaputt gehen. Ich habe keine Kürbissamen. Okay, warte, hier vorne geht aber, ne? Das ist okay. Kakao, da habe ich notfalls welche. Die Samen, glaube ich, bleiben übrig. Also ich glaube, das ist hier dann in den Beuteln drin. Schau mal. Ja, okay, dann alles gut, dann... Nee, da sind die Plots drin. Auch okay, die nehme ich einfach mal so an mich. Okay. So, ich mache dir jetzt erstmal wieder den Boden da rein. Hinten ist auch noch was offen gewesen. Da ist auch noch was, Zabis. Hi. Was ist das? Gleich. Ich sehe es nicht so gut. Jetzt. Gut, dann habe ich hier noch einen und dann haben wir es gleich. Go. Gut, dann ist es wieder drin. Ich ersetze das jetzt trotzdem mal mit den Beton, einfach um die Stabilität noch mal ein bisschen hinzubekommen. Sehr gern. Und außerdem, ich will wissen, wie es aussieht, wenn wir das auf Beton ersetzen. Sehr gerne.
Kann ich die Plots wieder setzen oder ja. geht hier nochmal hin? Also im Augenblick muss ich nicht mehr hin. Okay. Dann ist ja alles fein. Okay, also mit dem schaut es nicht so geil aus, aber es scheint zu funktionieren. Och, ich finde es immer noch geil genug. Probiert mal was aus. Ja, die Querstreben raus. Weil die, könnte man eventuell stattdessen dann die Glasstreben wieder reinsetzen. Genau, das war jetzt auch meine Überlegung, dass ich da auf Glas zurückgehe quasi. Vor allem, wenn die Stabilität es hergibt. Ja. Und es scheint es wohl gerade herzugeben, also mal gucken. Glasbalken. Alles deutlich stabiler jetzt alles. Ja gut, ich meine mit der Erkenntnis, dass das auf einem nicht abgestützten Boden saß. Dafür hat's gut gehalten. Dafür war es gar nicht mal so schlecht, ich meine. Ja, nun gut. Jetzt wäre natürlich die nächste Frage. Warte. Oh nein. Das sieht aber tatsächlich ganz cool aus mit diesen filigranen Balken, die da aus den dicken Betonsäulen rauswachsen. Schön, ne? Gefällt mir. Man sieht es jetzt natürlich nachts nicht ganz so geil. Aber ich glaube, tagsüber schaut das schon ziemlich gut aus. Es wäre natürlich, am coolsten wäre es natürlich, wenn wir diese Betonstreben anders machen könnten, dass die halt. Ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht einfach eine Reihe Beton, also quasi wie so eine Art Bogen über dieses ganze Konstrukt drüber ziehen, wenn das ein bisschen stabiler dann dadurch ist, weil der Beton halt einfach stabiler ist, dass wir dann die Brücke hängend machen können. Das wäre halt irgendwie total geil. Unser Biofuel-Komposter sagt übrigens, er hätte das Problem, dass er keinen Wasseranschluss hat. Ja, dann würde er nur schneller produzieren. Also. Haben wir jetzt noch mal Glas? So selten, wie wir den brauchen, lohnt sich das, glaube ich, nicht. Also, jetzt probieren wir erstmal Folgendes. Ich setze jetzt mal da oben gerade Glas rein und hoffe, dass es drin bleibt. Oh, schaut gut aus. Ja, hat was, oder? Auch jetzt ohne den Rest von dem Rahmen ringsherum? Ja, schon. Das sieht ziemlich gut aus. Man könnte natürlich jetzt noch diese schrägen Streben. Könnte man natürlich jetzt so gestalten, wie ich es vorhin vorhatte. Man könnte dir natürlich. Es ist zwar nicht mehr nötig, aber es wäre dekorativ. Wenn wir jetzt natürlich diese Schrägen macht. Wir könnten natürlich auch die Schrägen durchgehen lassen, ne? Ja, ich glaube, das wird schwierig, weil die unterste, da kommst du unten dann scheiße durch, da habe ich keinen Bock drauf. Das ja. Aber warte mal, du hattest da gerade eben das Teil, wenn du die Schräge gewissermaßen wie so eine Zickzackwelle machst. Ja, nee, ich wollte das eigentlich ein bisschen anders tatsächlich machen. Und zwar, warte kurz, ich muss mich mal ganz kurz etwas erleichtern, weil sonst komme ich nicht mehr vorwärts. Jetzt. Und wir brauchen dringend Licht hier draußen. Also Licht ist Katastrophe. Es ist aber generell, es gibt
die ganzen Funzeln, die du hier bauen kannst, das ist halt alles irgendwie nicht gut. Also wir bräuchten was, was so viel Licht macht wie die Biofuel-Handlampe, was hier irgendwie, keine Ahnung, an der Decke baumelt oder so, whatever. So wollte ich das eigentlich bauen. Ist auch schön. Ja, dann toll. Jetzt der Sturz noch höher. So. Ja, so. Muss man echt aufpassen, dass man hier nicht ständig runterfliegt. Also ich. Wir haben auf jeden Fall einen soliden Grundvorrat Kaffee und Kakao. Das ist das Wichtigste eigentlich. Gut, Safka. Jo. Jo. So, das wäre die Idee. Ja, das schaut auch irgendwie cool aus. Schaut das von unten aus? Ja, muss man beim Tag an Tageslicht. Mit Tageslicht ist das noch cooler zum Anschauen. Aber schaut schon gar nicht schlecht aus. Lenitz, was meinst du? Ja. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Den verhält es jetzt erstmal, das ist das Wichtigste. Ja, tatsächlich. Das ist wäre sonst sehr ätzend gewesen. Ich glaube, wenn die dann wirklich hängt, wenn wir das ausprobieren, sieht das nochmal besser aus. Denn hängen fand ich auch jetzt. Also wäre eigentlich die geilere Idee noch. Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Okay. Ich mag auch. Ich find's gut. Irgendwas kracht aber immer noch. Auf jeden Fall müssen da noch die zwei letzten Scheiben rein, sonst werde ich komisch. Ja, ja. Wir haben bloß gerade nur Streben und keine Scheiben mehr. Nicht Streber. Streber. Bringt das was von dem Licht? Ne, oder? Welches Licht? Vielleicht hinter dir. Ach so, das hier? Warte, ich mach mal meins aus. Ja. Ja, aber du brauchst noch deutlich mehr davon. Kann man die Lichtfarbe von den Teilen ändern? Ah ja. Okay, nee. Warmweiß, Leute. Warmweiß ist die Zukunft. Sagt Code Blue auch immer. Wenn er nicht AFK ist. Boah, ist das ätzend, das zu verlegen.
werde noch irre. So, jetzt. Ja, also es schaut schon ziemlich cool aus. Ich schau mal, ob ich die letzten zwei Teile hier oben fertig bekommen. Das jetzt noch reinmachen und hat Zabes seinen Seelenheil. Ja, jetzt drin. Ich finde es sehr gut, dass da auch etwas Rücksicht auf mich genommen wird. Natürlich, immer. Sonst hat Code Blue auch keine ruhige Minute mehr. Ich habe nie ruhige Minuten. Eben. Mein Leben besteht aus Chaos. Action Chaos. Und... Chaos? Ja. Wieso denn nur? Weiß ich auch nicht. Warum denn nicht? Irgendwo im Leben falsch abgebogen. Ja, damals beim Echo-Spielen mit Zappes, da ging alles bergab. Das war der Moment. Der Moment. Stimmt, ziemlich genau da ist es für dich echt voll in die Grütze gegangen. Ja. Danach war Feierabend. Und wir lachen jetzt alle darüber, aber in Wirklichkeit war es anders. Schlimm. Naja, ich meine, was soll ich sagen? Ich habe den Code Blue für meinen Arbeitgeber angeworben, ja, und plötzlich war er mit der Situation konfrontiert, dass man von ihm erwartet hat, was Sinnvolles zu tun. Das ist natürlich nicht leicht für einen jungen Mann, ja? Das kenne ich nicht. Ja, wirklich, ja. Sonst war es immer nur Larifari. Ich bin doch nur ein einfacher Blue, der einfach nur buddeln gehen will. Ja, so ist das nämlich. Mein Vater war Bergmann. Ja, richtig. Also, Zavis, ganz kurz, schau mal in die Richtung. Hä? Oh, geil. So wird das jetzt mal, wird das später sein. Mm. Schon gut, ne? Oh, ich bin gerade dreimal gekommen. Och. Aber, wart ab, es wird noch besser. Ich habe noch die Überlegung, diese Außensteinteile gegen andere Teile zu ersetzen. Die ein bisschen moderner aussehen vielleicht, ja. Also diesen Außenüberhang quasi. Ich habe übrigens jetzt bereits den Bonus für Inner Greenhouse bei den Pflanzen. Ja, gut, weil die Decke ist geschlossen. Ja, das scheint zu reichen. Ah, geil. Findus, danke für dein Follow, herzlich willkommen. Hi. Also wenn ich jetzt so mal anschaue, ja, also auch wenn man hier so rumläuft, schaut schon nett aus. Na gut, hier hinten müssen wir noch ein bisschen was anpassen und so, na, ist noch nicht perfekt. Oh, geil. Es ist ein Traum. Es ist wirklich wunderschön, Zwerg. Ja. Das muss man jetzt auch einfach mal so neidlos sagen, ja. Es ist wunderschön. Ja, aber überleg mal. Ich weiß, dass du das für mich gemacht hast. Ja. Ich bin ganz. Ja, absolut. Just for you. Das ist. Oh, wow.
Darauf trinke ich einen schönen Schluck eines wirklich guten Primitivo auf dich. Oh. Das, ich genieße mit. Mm. Ja? Mm. Der ist fast so lecker wie du. Mm. Ach. Aber. Ich sagte fast. Chill. Okay. Gut. Dann kann ich ja außen noch ein paar Steinböden legen, ne? Und irgendjemand, ey, ich weiß nicht, wer sie da hingebaut hat, aber diese Lampen sind auch wunderschön. Die kommen von Lenitz. Oh, Lenitz, die sind toll. Och. Na, ich gebe mir Mühe. Wenn du irgendwann noch mal eine davon übrig hast, ja, so genau in der Mitte vom Raum noch eine wäre noch mal. Aber es ist so schon wirklich, oh, Träumchen. Da brauche ich einen Technikpunkt noch für, dass die rundum leuchtet und nicht nur in eine Richtung. Ach, das wäre so, nee, wär schon. Dann ist es wunderbar. Dann bin ich happy. Da muss ich erst noch ein Level steigen. Man sieht auch eigentlich überall was. Also ich will mich echt nicht beschweren. Aber wir haben jetzt oben auf der Treppe die vier Lampen und unten die Lampen. Das machen wir schon mal. Das ist so geil. Müssen wir in dem Spiel noch irgendwas anderes machen, außer ein Gewächshaus zu bauen und so? Weil ich finde das eigentlich recht befriedigend. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir jetzt so quasi unser Überleben gesichert haben, finde ich, haben wir unsere Mission eigentlich erfüllt. Also ja, also ab jetzt ist es eigentlich nur noch rumbuckeln. Ja, also wir haben immer unsere mehr Sachen produzieren, immer mehr Gegner besiegen. Ja, aber so im Großen und Ganzen, wir haben unseren Quest eigentlich, unser Main Quest haben wir erfüllt. Okay, stelle ich mal die andere Frage. Was spielen wir als nächstes? Das ist eine gute Frage, ne? Ich könnte schon wieder Dyson Sphere. Ach, Dyson Sphere geht halt auch immer, ne? Aber das muss auch an Conclude denken. Die Zuschauer langsam unruhig. Dyson Sphere Station hier ist was Neues. Dyson Sphere Station hier ist was Neues. Das ist der, so geht das. Der ewige Kreislauf des Lebens ist das. Genau. Tötete Mufasa, sagt ja Pazzi immer. Die Frage ist, ist Pazzi Mufasa? Nee, Pazzi ist Scar. Stimmt, das passt viel besser. Also, Entschuldigung, aber das war ein No-Brainer. Also, aber ein österreichischer, ne? Also, das ist ganz klar. Aschka. Ah, nee, das war ein Franke. Asgar, weißt eh. Ey, ich hab. Ja, da kannst du schon mal Mufasa machen, aber dann gibst du mal Melange und dann Fiaka und dann ist er schon wieder glücklich. Dann geht's alles irgendwie. Aber ich vermisse Parzibert, ich sag's euch, wie es ist. Ich auch, ja, und ich find's sehr schade. Ich hab ihm ja vorhin, ihr habt's vielleicht sogar gesehen, im Discord noch geschrieben. Er könnte ja auch einfach noch kommen, wenn er will, aber. Es war wahrscheinlich einfach für ihn heute zu viel. Es ist schade. Er fehlt. Ja. Muss man sagen. Also. Ja. Also, ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie es. Ich denke, wir werden dann. Wir werden ein cooles Folgeprojekt tatsächlich finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach. Auf das Spiel kommt es doch gar nicht an. Es sind doch die Leute. Ja. Und ach halt, ich hab vergessen, du hast ja Zuschauer. Ja, okay, vielleicht muss es sogar ein gutes Spiel sein. Also, das Interesse, ja. Was sagen denn deine Zuschauer? Was würden sie denn gerne sehen? Was hast Neues. Also es würde tatsächlich, also Markus zum Beispiel sagt gerade mal, was ganz Neues wäre für ihn auch interessant. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Ne? Mein Dyson Sphere ist geil. Ich kann auch ehrlicherweise nie von Dyson Sphere genug bekommen. Das ist einfach, so ist das Leben. Ja, du Penner hast mich damit auch angesteckt. Ja, das ist furchtbar. So. Dann sitzt du denn da und überlegst dir, wie die Produktionskette noch geiler aussehen könnte. Ja, und ob nicht vielleicht ein Planet mit 800 Raketenlaunchern noch geiler wäre. Weil es geiler ist. So, ich hab jetzt mal hier außen die Bude. Man sieht jetzt keine Stelzen mehr, das ich schon sehr gut finde. Hätten wir als Kollektiv Lust auf Palworld? Das
Also. Server-Performance unterirdisch, ja. Leider. Ja. Das Problem, Scheiße. Technisch ist das einfach noch ein bisschen problematisch. Also als Singleplayer gar kein Problem, da ja. Macht es auch super Spaß. Ich glaube, ich bin im ersten Wochenende auch fast 40 Stunden drin versenkt. Aber... Ja gut, dann hilft es ja nichts. Quake 3 Arena, here we go. Ja, ich sehe Code Blue auch ganz, ganz weit vorne da. Ja. Ich kenne das Spiel basically nicht. Also ja, eben. Nicht, genau das habe ich mir gedacht. Ich habe vergessen, dass wir junge Leute unter uns haben. Ja. Also, Andrea schlägt Zod F vor. Was ist das? Soldier of Fortune. Nee. Ist langweilig. Soldier of Fortune. What? Echt? Okay. Okay, nicht. Enshrouded. Enshrouded fände ich interessant. Enshrouded ist vom Bausystem her gut. Hat, erinnert mich stark an Valheim. Ja. Aber ist, für meines Erachtens ist es tatsächlich noch nicht so weit. Das braucht noch ein bisschen. Ist auch in Early Access ist genau. Gestartet jetzt erst noch. Es ist mir fehlt einfach inhaltlich noch ein bisschen was. Ich habe es ja mal gestreamt gehabt, aber bautechnisch ist super geil. Also was das kann, wenn du geile Sachen bauen willst, dann bist du da richtig. Weil du kannst dort geile Sachen bauen, definitiv. An der Sons of the Forest kam inzwischen was? Ja, dann ist die Full Release gewesen, ne? Echt? Ja, letzte Woche, ja. Da gäbe es ja sogar eine Story oder sowas. Ja, wobei es... Aber irgendwie war es nicht so richtig, ne? Also, nee, hat mich auch nicht so... Hat mich so nicht so ganz... Also, ich hätte mal wieder Bock auf sowas, wo man wirklich, also, gemeinsam irgendwas machen muss, um zu überleben. Das hätte mir einfach... Da fällt mir sowas wie Zomboid oder sowas im 4-5-6-Spieler-Koop ein. Weil das richtig hart ist, ne? Ich hätte aber echt mehr Bock auf ein Spiel, das nicht aussieht, als wäre es 1986 in Leipzig entwickelt worden. Also das stimmt, das ist... Also Zomboid ist natürlich dahingehend grafisch nicht so die Augenweide, ne? Also es ist ein bisschen schwierig, ja. Und ich meine, ich habe diese 3080 und ein bisschen was muss ich zu tun bekommen. Ja? Also frag mal Lenitz. Die 4090 schnort auf entspannten 10%. Ja, kann ich mir vorstellen. Kannst du nebenher Bitcoin meinen hier bei dem windigen Anfängerstream? Ja, aber die Frage ist halt, ich denke, wir finden schon irgendein cooles Projekt, irgendein Gemeinschaftsprojekt. Ey, von außen schaut das Gebäude mit dem riesen Gewächshaus dran. Ist eigentlich mehr ein Gewächshaus mit einem Gebäude dran, ja. Aber von außen schaut es richtig wild aus. Gefällt mir. Ist schön. Hat so einen Mission Accomplished Charakter. Ja, ja. Ich meine, klar, man könnte natürlich jetzt noch hier und da und, ne, aber das ist. Es ist halt jetzt. Das Spiel kann halt noch. Also, storytechnisch klar, du könntest jetzt noch mehr auf dieser offenen Welt machen und so weiter. Sicherlich, du könntest dann nochmal den 15. Anzug rauspacken. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz. Ist ganz cool. Von dem, wenn man so überlegt, wie wir hier rausgekommen sind. Aber wir sind halt wirklich an dem Punkt, wir sind eigentlich fertig. Also, wenn es für jemanden wie mich möglich ist, einfach nur die ganze Zeit im Gewächshaus hin und her zu rennen und jedes Mal eine Sichel zu schwingen, wenn irgendwas im Kopf hochsteckt, ja. Dann ist es eigentlich fertig. Mhm. Jo. Ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Ja, ich denke schon. Ist natürlich jetzt blöd ohne Parzipär. Ich habe jetzt voll die Skrupel eigentlich. Ja, gut, aber. Aber ich glaube, Parzi wäre der Erste, der uns zustimmen würde. Ja. Ich glaube, den hat es vorher schon ein bisschen gelangweilt. Insofern. Ja, gut, das kann natürlich sein, ne? Aber weiß man jetzt nicht. Ich denke mal, ich denke, wir werden uns jetzt die nächste Zeit im Discord vielleicht da mal ein bisschen auslassen über Ideen und Wünsche. Ja. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche Donnerstag eventuell an den Start geht. Oder halt in 2-3 Wochen, je nachdem, ob wer Pause braucht, wir werden sehen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte ganz gerne nächste Woche frei. Ja, na gut, dann halt. Es hat einen einfachen Grund, ich habe am Donnerstag einen Termin bis um 7. Ja, okay, das verstehe ich. Ne? Beim neuen Projekt will man auch von vornherein dabei sein. Ne? Richtig, ja, richtig. Ja. Das will ich nicht nochmal haben. Ich habe bei Eco und bei Station es geschafft, nicht am Anfang dabei zu sein. Mhm. Das ist blöd. Ja, das verstehe ich. Nee, wenn dann alle gemeinsam.
Das kommt mir aber auch tatsächlich ganz entgegen, weil ich für nächste Woche Crusader Kings angedacht habe, weil da kommt ein neues DLC raus und das 3 Tage, Montag, Mittwoch und Freitag. Ich bin, glaube ich, Donnerstag tot. Ich habe mir dieses Crusader Kings mal angeschaut. Ist da wirklich das ganze Spiel nur, dass du Multiple-Choice-Fragen beantwortest, wie du dich entscheidest? Also Multiple-Choice ist es nicht. Du hast schon nur eine Entscheidung. Also so richtig viel passiert da nicht, oder? Also ich habe mal versucht, bei einem Stream zuzuschauen, aber... Du musst es selber spielen, glaube ich. Ich denke auch, das Witzige eigentlich ist tatsächlich dieses... Ich krieg eine Antwort und dann ist es halt ich krieg einen Textdialog mit 2 Antworten und verliere es bei beiden. Mhm. Ungefähr. Also im echten Leben. Die Frage ist eigentlich nur, wie schlimm es dann am Ende ist. Ja, das ist so. Bis wann kannst du XYZ fertig haben in der Arbeit? Ja. Ja, genau. Ist egal, was du antwortest, ja, es wird Schmerz. Ja, und da ist es halt dann so, und aus irgendeinem blöden Zufall bist du dann plötzlich König. Ja, genau. Also du entscheidest dich permanent dafür, Bettler zu sein und kriegst dafür noch 1/3 und plötzlich bist du Kaiser und denkst dir so, what? Ja, kenn ich. Also mein aktueller Jobtitel in meinem Projekt ist System Architect und das wollte ich nie sein. Ja, genau dasselbe. Ich glaube, Crusader Kings ist mein Arbeitsleben. Ja, vielleicht. Immer nur eine Option, die ist scheiße und am Ende bist du der Chef. Ja. Oh weh. Ja, nee, aber wie gesagt, für Icarus finde ich eigentlich, war es ein lustiger und schöner Ritt. Ein geiler Ritt. Nee, hat Spaß gemacht, war ein geiler Run, echt. Genau. Ich war zwar leider nur 2-mal dabei, weil ihr ja einfach im Dezember starten musstet, wo ich einfach in der Heimat bin und nicht mit Ja, kann ja keine Ahnung, dass du ein halbes Jahr in der Heimat rumgeistest. Ja, das stimmt natürlich. Normale Menschen hätten ein Notebook dabei. Ja, ich hab ja einen, der nicht gut genug dafür ist. Taugt ungefähr so viel wie dein Spielerechner, in Anführungsstrichen, ja, okay. Ja, wir müssen mal über deine Hardwareausstattung reden, du. Ja, machen wir. Das ist wichtig. Ich stell dir einen Termin an, Zappes. Arbeitszeit. Nehmen wir Mark mit, wird lustig. So, okay. Dann, meine Lieben, würde ich sagen, mache ich den Server mal an der Stelle dicht, der wird recycelt und treffen wir uns nicht irgendwie noch im Lagerhaus hier im Wall? Also ich stehe auf dem Dach mit Lenitz zusammen. Du stehst mit Lenitz auf dem Dach? Wie kommt ich bin die ganze Zeit schon vom Dach in See gesprungen. Ja, ich hab's gesehen, deswegen hatte ich jetzt irgendwann Lust, da hochzukommen. Da. Da kommen sie. Ja. Hey, ein schönes Abschlussbild hier haben. So, on top of the world. Mit der Truppe. Warte, dann kommen wir alle mal Gruppenkuscheln hier am Ende. Warte. Am Ende. Ohne runterzufallen, das wäre der Traum. Oder wir springen alle gemeinsam jetzt ins See und in der Sekunde machst du den Server Switch aus. Auf. Genau. Eventuell sollten wir noch vorher von dem Server runterfliegen, dass die Sachen nicht alle weg sind. Achso, meinst du? Ein letzter Ritt zu uns. Ein letzter Ritt. Springen wir alle in See? Und jeder geht einfach quit to desktop, wenn er im See ist. Ich glaube, Lenitz, ging es eher darum, wenn du deine ganzen Ausrüstungssachen, die du jetzt gefarmt hast, sind alle weg, wenn du in Zukunft nochmal rein willst. Ah. Also mir ist es egal, ich habe genug, ging jetzt eher darum, dass so eure Sachen halt alle dann weg sind. Hochfliegen? Oh nee, da muss ich zu der blöden Kapsel zurück. Nee, Lenitz. Warte, da komme ich mit der Sichel bei dir, ey. Ich kann was holen, dass du dein Schiff hierher holen kannst. Ja, hol mal. Ja, aber dann springe ich hier auch nochmal rein. Das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Ich habe mir so arg die Füße gebrochen, ich kann mich kaum noch bewegen. Ich nicht. Ja, man sollte schon ins Wasser springen. Ich bin an der Seite runtergefallen. Springen hast du nicht drauf. Zwerg. Ich hab mir an der Seite runtergefallen. Ich esse erstmal ein Brötchen. Muss nur kurz suchen, wo das war. Ich kann laufen, aber es ist sehr langsam, Mollig. Ich hab maximale Geschwindigkeit erfunden, du. Das ist Baywatch Next Level.
Nanü? Nanü? Also ich hoffe, es... Es war close. Du müsstest jetzt so eine Granate rausnehmen können und dann kannst du dein Schiff mit hier in die Nähe rufen. Nee, weil Code Blue war schneller. Entschuldigung. Ich wollte noch das Achievement haben. Töte einen Mitspieler. Okay, ich nehme mir mal so eine Granate hier, ne? Und dann. Ich würde Code Blue ja wiederbeleben, aber ich laufe gerade, mag ihn mit rennen. Ich renne gerade. Ich hatte das auch noch nicht. Bisher immer friedlich gespielt. Blue liegt mehr, als dass es steht. Ja, Zwerge, jetzt kannst du ihn dann auch nochmal hochholen. Ich lieg da sehr gechillt. Guck, ja, ja. Wenn ihr... Also sieht aus wie meine Katze, wenn sie auf meinem Bauch pennt. Und Zwergi macht den Moonwalk, auch ich, cool. Also schneller geht nicht, ich habe mir alle Beine gebrochen, mein ganzer Körper ist Matsch. Das ist alles nur noch Moos. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt traurig bin, heute keinen Stream anzuhaben, weil dein Moonwalk in meinem Stream wäre ansonsten sehr schön anzusehen gewesen. Ich glaube... Au! Hier ist eine Schiene schon. Oh, danke. Halb so lange. Ja, töten bringt nichts, weil der Perk bleibt bestehen. Danke. Ach so. Ich konsumiere mal. Ich dachte, wenn ich ihn wegkille, kann ich ihn killen und irgendwo hintragen? Nein. Also ich will jetzt auf jeden Fall erstmal die... Solltest, ein bisschen solltest du nach vorne gehen. Ich habe ja da meine auch geholt, die steht da vorne. Okay. Ich würde auch gern mitmachen, aber ich kann nicht, ich nicht gehen kann. Werf doch irgendwas weg. Ich kann nicht. Du brauchst es doch eh nicht ich mehr. Ich brauch alles. Ich kann das nicht. Ich kann nichts wegschmeißen. Das Zwergs letztes Hemd hat viele Taschen. Ja. Oh, ja. Ich muss mit allem mit, wenn ich hier weg will. Aber gleich bin ich frei, ich sag's euch, wie es ist. Gleich! Habt ihr jetzt alle eine Kapsel geholt? Nee, ich nicht. Meine steht hier vorne schon. Okay. Und der das war drei Rückrufdinger mit drin. Okay, warte, ich hol mir auch nochmal schnell so ein Teil. Das ist halt nur Partys-Sachen sind halt nicht auf dem Server gebunden, dann, ne? Ach so, ja. Ja, da hat er heute Pech gehabt. So. Schon cool aus. Kann ich die jetzt einfach irgendwo hier in die Nähe werfen? Mhm. Wenn auch rausgenommen, Kutlu? Ja. Sollte in die Luft fliegen. Schauen wir mal, ob das klappt. Eine Kollision! Ich glaube, da kommt was von oben! Von oben! Kann durchaus sein, wenn die zu eng aneinander sind, dass er es nicht richtig hinkriegt, denn. Wobei, da landet eine nur. Zappes has left the building. Doch, da kommt die zweite auch noch. Ja. Na ja. Meine, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, die zweite kommt schon. Komm, Blut, dreh dich um! Sie landet! Und jetzt brennt sie gegen. Schön. Okay. Dann würde ich sagen, zurück zur Station, oder? Jo. Let's go! Schön war's! Ach. Ey, es war ein Traum. Das war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Staffel, finde ich. Mhm. Ja. Ja. Aufi! Ich habe noch ungefähr 5 Milliarden Achievements, also Ribbons, die ich dir gerade absammle. Mhm. Sie ist gar nicht fertig geworden. Schön war's, Leute. Schön war's.